Ich weiß, sie war nicht oft am Reaktor, haben sich immer in ihre Werkstatt zurückgezogen. Aber ich kann sie über ihr Armband verfolgen und von hier aus führen. Na toll. Na toll, da geht's nicht rein, oder was? Moment. Es geht nicht anders. Oh, es geht. Wir kommen da so oder so nicht dran vorbei. Nicht ohne eine ultimative Strahlenkrankheit zu erleiden. Kommt denn generell da irgendwer rein und raus? Ah. Oh, wo kommst du denn her? Wie kommst du denn da raus? Die Schale tot? Oh, mein Flexibolzen ist wieder da. Aha. Klokanone. Waffenupgrades. Etwas zum Lesen. Ein Telefon. Okay, wir hacken mal kurz diesen PC hier, dass wir wissen. Sicherheitsblag Kraftwerk. Okay, und Kreis und da unten zum Glück. Kreis. Alles klar, zwei Programme. Was haben wir da? Bereichskarte runterladen. Sehr gut. Techniksteuerung, Zugang gewähren. Oh, dahinter schilt jemand. Besatzung. Oh nein, Roboter, wohin gehst du? Du musst mich doch reparieren. Hallo. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Reparatur abgeschlossen. Dankeschön. Dahinter sind Neuromods, wie kommen wir denn da dran? Erdungswiderstand defekt. Was? Na toll, ich schieb dich mit dem Bolzending ab. Nur um dich zu ärgern. Oh, schön, der ist zermatscht. Die Bolzendinger können wir auch wieder einsammeln, sehr gut. Ach so, das Ding gehört da rein, ja? Oh, sehr schön. Sie oh, nicht schön. Besucht? Ja, was ist mit Michaelas Büro? Ich habe einen Vorfall gemeldet. Der ist bestimmt spannend, aber ich habe keine Zeit. Ich muss eine Mannschaft auf die andere Seite dieses Bruchs bringen. Also, wo liegt das Problem? Das Problem ist, da drin ist es dunkler als in meinem Arsch. Der Erdungswiderstand ist defekt. Wechseln Sie ihn aus, dann gibt es Licht. Ist das alles? Hey, Sie klingen nervös. Was ist los? Ich wollte den Widerstand gestern wechseln. Und? Er ist zu einer Art Pampe geschmolzen. Roch total ekelhaft. Mist, Len. Das steht nicht in dem Bericht, oder? Ich brauche ein bisschen Schlaf. Meine Schicht ist sowieso vorbei. Vielleicht haben Sie ja mehr Glück. Okay, warum kommt da jetzt so viel Dampf raus? Dahinter ist doch was, oder?
Ist da jemand zu Hause? Oh. Oh shit, von wo kommt denn da der Strom? Autsch! Schnell reparieren! Yeah! Okay, das sieht trotzdem nicht gut aus. Hier ist alles unter Strom. So. Hallo Emanuel. Die E-Mail war ein Versehen. Ignoriere sie einfach. Was ich darin geschrieben habe, ist auch nur ein Scherz. Ich wollte jemandem einen Streich spielen. Aha. Emanuela, ich darf zwar eigentlich mit niemandem darüber reden, aber da ich sie sehr gerne mag, wollte ich, dass sie Bescheid wissen. Die Fluchtkapseln funktionieren nicht. Wenn es auf der Station je zu einem Notfall kommt, dann versuchen sie nicht, sie zu benutzen. Ich arbeite allerdings gerade daran, einen zum Laufen zu bringen. Erzählen Sie das niemandem weiter. Okay, das ist sehr gut, das ist sehr interessant. Angeblich ein Scherz. Igitt. Krasikov, also bitte, Manny, Sie wollen doch, warte mal kurz, ist ja eine Scheiße, Connelly, ich glaube, die Duncan ist diesmal echt angepisst. Mussten Sie ihn so erniedrigen? Seine Operation war so gut wie fertig, wenn er damit Brooks rennt, sind wir alle fällig. Können Sie ihn sich nicht einfach küssen und gut ist? Okay. Wissen, dass ich nur Augen für sie habe. Außerdem keine Chance, dass Krasnikov Kampf-OP verpfeift. Kampf-Ops verpfeift? Okay, OPs. Er hat uns doch geholfen, das aufzuziehen. Ich würde ihm genauso wie uns in den Kragen gehen. Außerdem glaube ich dass er mehr der Typ für kleinere. Ich weiß nicht, worum es geht. Irgendwie nicht ganz interessant. Es sei denn, wir finden ein Transcribe. Hey Lane, hier ist Gas vom Frachtraum. Haben Sie einen Reployer von der Erde bestellt? Was bestellt? Reployer. Das ist eine Maschine. Eine Maschine? Wozu ist die gut? Tja, das weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, Sie könnten es mir sagen. Soll das ein Witz sein? Ich hab zu tun. Sie sind Industriedesigner, deshalb dachte ich, Sie wüssten es. Sie wissen wohl nicht, was ich tue. Und ich habe keinen Deployer bestellt. Reployer. Fragen Sie doch in der Technik nach. Hab ich schon. Ich habe alle gefragt. Niemand hat ihn bestellt oder weiß was davon. Seltsam. Gut. Vielleicht komme ich heute Abend runter und sehe mir das Ding mal an. Das wäre wunderbar. Danke, Lane. Ja, kein Problem. Hier ist doch irgendwie so ein unsichtbares Vieh. Irgendwo. Ich weiß noch nicht wo. Es hat mich gerade hochgeschickt. Merkwürdig. Auf jeden Fall kommen wir hier gerade nicht weg, solange da überall Strom fließt. Das ist für mich keine Möglichkeit, darüber zu kommen, oder? Was mit dem Reployer? Ach so. Ach, das war der gerade da gestanden hat. Das ist nicht zufällig der Mimik, auf den ich gerade rumgehüpft bin. Ne. Woher kommt denn der ganze Strom hier?
Wow. Oh, was ist denn hier los? Radioaktivität? Oh, da. So. Also, wie machen wir es? So, so. Der Poltergeist, der geht drauf. So, zermatscht. Bitteschön. Nice. Einen Plan erhalten. Okay, hat geklappt. Wir haben alles ausgeschaltet. Glaube ich. Nur in diesem... Oh, nicht runterfallen. Okay, alles klar. Jetzt schauen wir uns aber mal kurz eben hier um, nachdem wir das Ganze... Ein Glukanone, yeah! Und ein Transcribe. Duncan, der Zugangscode zum Ersatzteillager wurde geändert. Es gab einen Kurzschluss und die Sicherheit hat ihn zurückgesetzt. Oh, klar. Danke. Hey, vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber... Was? Spucken Sie es aus. Es gab halt ein kleines Leck und, ich habe Connelly gesagt, wir sollten auf neue Teile warten, aber... Duncan, Ihr kleiner Wettbewerb mit Connelly ist mir scheißegal. Gehen Sie damit zu Brooks. Der Code befindet sich in dieser Nachricht. Okay. War hier nicht eben noch eine Leiche? Ist die jetzt irgendwie weg, kaputt? Was haben wir da? Malmeisterschaft. Wo ist denn die Leiche hin? Warte mal, war ich das? Ich glaube, ich habe das Chaos hier angerichtet, oder? Tja. Den Scheiß bekommen wir, glaube ich, einfach nicht mehr aus. Oder? Da ist noch ein Computer. Oh, und da liegt auch jemand tot rum. Oh, nice. So. Kein Passwort gefunden. Dann hacken wir mal. Billig. Billig hacken hier. Oh, vielleicht doch nicht ganz so. Und Dreieck. Dü-dü-dü-düm. Danke, ich weiß nicht, was für Probleme Sie mit Connelly haben, aber bekommen Sie das besser schnell in den Griff. Ich kann es nämlich nicht mehr ertragen, Ihre Beschwerden zu hören. Entgegen den üblichen Annahmen können Sie mit Arschkriecherei bei mir nicht weiter. Ich werde Connelly über die Wartungsarbeit sprechen. Ich werde mit Connelly über die Wartungsarbeit sprechen. Den Weg wissen lassen, dass die Wartungsanfragen für Büro okay. Wir müssen gucken, dass wir immer zuerst das unten lesen. Von Duncan. Duncan schrieb, Talia, es ist mir etwas unangenehm, damit zu Ihnen zu kommen, aber es wäre wohl verantwortungslos, es nicht zu tun. Ich habe Grund anzunehmen, dass sich Connelly ohne Genehmigung experimentelle Techniken aus dem Maschinenlabor ausgeworkt hat. Ich dachte, Sie sollten das wissen. Okay. Zur Kenntnis genommen. Tja. Hallo? Nicht am Boden rumkriechen. So, gibt's hier noch irgendwas Interessantes sonst so? Nur die Leiche dort.
Wow. Okay. Wir werden sterben, wenn ich jetzt nicht da hochhüpfe. Oh mein Gott. R2. So ein Scheiß. Okay, wir sind wieder oben. Scheiß auf diesen Raum. Ehrlich. Ich weiß auch nicht, wie wir da reinkommen, aber es ist eine Tür halt, ne? Gehen wir mal schauen. Oh, hallo Mimix. Wo wollen die denn hin? Oh, scheiße. Komm, steh auf. Das Ding hat da oben alle kleinen Mimics kaputt geschossen. Finde ich gut. Ich sollte es vielleicht wieder aufstellen. Dankeschön. Zwei Stück, das ist ja super. Ich habe irgendwie keinen Platz mehr, kann das sein? Na komm, hier runter. Na komm. Na kommt. Wo ist denn der zweite? Ah, da. Dann. Die werden so schön schnell bewusstlos. Verdammt, haben wir denn hier nirgendwo was, um die ganze Scheiße zu recyceln? Ups. Oh, hier sind noch mehr. Wow. Ups. Alles hier löschen. Da ist jemand knusprig gebraten. Hey, ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass sie letztens ein Leck recht eigenwillig gestopft haben. Ach ja? War es ein Schleimervogel namens Krassikov? Möglich. Ist da was dran? Wenn ja, kriege ich dann den Hintern versohlt? Schlimmer. Ich steck sie ins Aalbecken. Autsch. Nee, das Lager war leer. Also habe ich mir eine Glue von den Jungs aus dem Maschinenlabor geliehen. War okay. Genial. Aber achten Sie nächstes Mal lieber drauf, dass wir genug Ersatz auf Lager haben. Alles klar, Boss. Na gut, mal kurz eben falsche Taste ins Lager. Mal schauen, ob wir irgendwo hier was zum Gedönseln haben. Da hinten ist doch ein Recycler, oder? Nee, das ist unser Ziel. Das war die obere Ebene. Oder? Warum ist hier nirgendwo ein Recycler? Recycler, Recycler. Oh, ganz unten. Hm. Wir haben keinen Platz mehr. Kann ich mal Platz schaffen, indem ich das einfach ein bisschen sortiere? Was ist hier drin?
Geh auf. Sesam, öffne dich. Hallo, mach auf. Geht anscheinend nicht. Alala, Leichen plündern. Schon wieder kein Platz. Ja, Mimiktumor. Kann man ihn nicht ordentlich stapeln? Weil der nimmt die immer als neue anscheinend. Hm. Wir können hier unten noch rein. Was? Was? Hier ist doch nichts. Ein Neuromod. Ich schaue mich einmal hier unten kurz um. Da liegt auch was. Ach so, nur ein paar Sachen. Okay. Kühlmittelkammer. Moment. Ey. Ist hier unten irgendetwas, das... Wow, da ist was. Ich habe damit nicht gerechnet. Wo kam das Schrottvieh denn her? Ich bin doch schon einmal im Kreis gerannt, oder? Egal, bin wieder draußen. Und habe nichts gefunden, nicht so wirklich. Tja, okay, ab geht's, weiter geht's. Ich werde mir das mal hier hinstellen. Man weiß ja nie, wahrscheinlich sind dahinter noch ein paar. Sendefehlerprotokoll. Bereit zum Scannen. So. Dann den noch mit. Am besten hier hin. Ups, hat super geklappt. Und ausfahren. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6 online. Hey, Arschloch, da hinten. Warnung, Anzug wurde beschädigt. Suche Version 0.7.6. Könntet ihr mal auf die schießen? Ich glaube, die müssen gehackt werden, damit das passiert. So, ich habe den einen jetzt mal gehackt und den anderen nicht. Bosemoi. Morgen. Oh, hi. Ich kann es entriegeln, aber ich schaue mich mal kurz eben hier erst um. Sicher ist sicher. Wow, 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 wow. Komm her. Tja, damit hat er nicht gerechnet. Okay. Bist du ein Alien? Nein. Okay. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Oh, nice. Oh.
Warum steht da eine Leiche hinter? Verarschen? Medizinroboter. Ich hätte einfach einen neuen basteln sollen, oder? Anstatt meine Reparaturscheiße dafür zu verschwenden. Oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Medikin heilen könnte. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. Alles erledigt. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Nice, okay. Hier ist alles leer. Ich habe sie nicht gesehen. Wo kommen die Mimics denn hier immer her? Egal, wir machen sie kaputt. Wahrscheinlich von unten. Nein, nicht runterfallen. Was soll's. Ich komm rein.